Hallo zusammen, viele Grüße und willkommen zum ersten Galactic Report im Jahr 2024. Zunächst einmal alles Gute, beste Gesundheit und für uns alle ein ruhiges und entschleunigtes Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Viele von euch haben es sicherlich mitbekommen, Ende Oktober letzten Jahres bin ich durch ein gesundheitliches Problem, was den Kanal angeht, in Zwangsurlaub und in eine etwas frühere Weihnachtspause geschickt worden. Das soll uns aber nicht davon abhalten, jetzt im Jahr 2024 wieder richtig durchzustarten. Ab sofort finden wieder dienstags abends unsere Livestreams statt, immer freitags kommt ein Video und die News eben immer dann, wenn es was zu berichten gibt. Tutorials zu Star Citizen sind ebenfalls geplant und schon abgedreht, sowie weitere Let's Plays und vieles mehr, lasst euch da gern überraschen. Ich überlege im Moment, den Galactic Report hier auf YouTube in ein Podcast-Format zu verwandeln. Bitte schreibt da gern mal eure Meinung in die Kommentare. Wenn es größere Updates gibt und Bildgewaltiges, dann mache ich natürlich weiter ein Video dazu. Der Vorteil beim Podcast wäre aber, viele Spiele erlauben keine Mischvideos, also nicht mehrere Spiele in ein Video gesteckt. Das bedeutet, ein Galactic Report als Podcast hätte den Vorteil, dass wir über mehr als nur Elite sprechen können in derselben News-Episode. Der Galactic Report für diese Woche dreht sich um Elite Dangerous und da hat sich in meiner Abwesenheit das ein oder andere getan. 2023 war mit Sicherheit nicht das beste und glorreichste Jahr für Elite und FDev an sich. Es gab Berichte über Entlassungen und die schon sehr rar gesäten Livestreams zu Elite wurden vielfach abgesagt. Und gerade beim Weihnachtsstream war das für mich sehr traurig. Ich für meinen Teil hatte nämlich gerade da viel Hoffnung reingesteckt, denn im letzten Stream 2023 war die letzte Gelegenheit, sich zum Key Feature Overhaul zu äußern. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt über die letzte Zeit, es sollte diese Überarbeitung eines wichtigen Spielefeatures schon Anfang 2023 geben. Das ist ja nicht passiert. Aber immerhin sollten wir noch im Jahr 2023 neue Infos dazu erhalten. Leider hat aber die Kommunikation von FDev in Sachen Elite wieder einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Wir wissen nicht viel über die weiteren Pläne, außer dass noch Updates geplant sind, die aber voraussichtlich mit der Tacoiden-Story in Verbindung stehen werden, wie bisher auch. Zumindest darf man die Leute beruhigen, die letztes Jahr immer wieder die Befürchtung hatten, dass Elite Dangerous sich dem Ende nähert. Im Finanzstatement Ende 2023 gab es jedenfalls den kurzen Satz, der für uns sehr interessant sein dürfte. Man will Elite Dangerous in 2024, 25, 26 und 27 weiterentwickeln und supporten. Wie ausgehungert die Community nach Infos ist, sieht man daran, wie dieser eine Satz von allen Content-Creatoren auseinandergenommen und überanalysiert wurde. Ich werde da nicht groß mitmachen, weil im Prinzip ist das ja nur ein Satz, der aussagt, wir schalten die Server nicht aus. Entwicklung kann ja hier in dem Satz erstmal alles bedeuten. Entwicklung von Patches zu Fehlerbehebung? Entwicklung von weiteren Story-Updates? Oder Entwicklung von einem großen neuen DLC? Das steht nun mal nicht mehr, also kann man auch nichts da groß reininterpretieren. Und auch wenn in Anführungszeichen nur bis 2027 erwähnt wird, heißt das natürlich nicht, dass Elite Dangerous dann 2027 ein Ende findet. Das heißt nur, der Bericht geht eben über einen längeren Zeitraum nicht drauf ein. Insofern interpretiere ich da weder was Schlechtes noch was mega Gutes rein. Ich hoffe darauf, dass 2024 in Sachen Kommunikation da einfach deutlich besser wird. Und immer wieder mein Lieblingsspruch, auch wenn nichts Neues dazukommt, man nimmt uns ja auch nichts weg. Das Game, so wie es ist, macht ja Laune. Sobald es neue Infos gibt, halten wir euch hier an der Stelle natürlich wie immer auf dem Laufenden. Was Stellar Nebula Project angeht, so haben wir parallel zu Elite nun auch in Star Citizen voll durchgestartet und fliegen damit unserer Orga öfter mal an Freitagen durchs Verse. Wer da also Interesse hat, kann gerne mit dazustoßen. Die Aktionen werden im Voraus immer in Discord angekündigt. Parallel wird bei uns im Moment zu Satisfactory und Starfield diskutiert. Entsprechende Bereiche sind im Discord eingerichtet worden. Aber auch hier plant das Team einige interessante Dinge für die nächsten Monate. Das Jahr 3010 hat bei SNP auf jeden Fall mit einem spaßigen Elite Dangerous Event gestartet. Am 5.1. um 20 Uhr fand ein Spireside Grand Prix statt. Also ein High-Risk-Rennen mitten unter Tacoiden. Wie daraus jetzt ein Fußballspiel wurde, das in 3 Kilometer Höhe auf einer Plattform stattfand, lässt sich eigentlich nur damit erklären, dass bei uns auch nach Jahren immer noch bekloppte Experimente an erster Stelle stehen.
Für Samstag, den 20.01.24 um 20 Uhr, planen Timmis und Papa Dragon eine Schnitzeljagd an einer Spire-Site. Dabei treten zwei gegnerische Teams gegeneinander an und haben die Aufgabe, versteckte Gegenstände zu finden und auf eine Plattform auf einem Targoidenturm zu bringen. Das Team mit den meisten Gegenständen nach einer vorgegebenen Zeitspanne gewinnt. Auch hierzu findet ihr weitere Infos in Kürze auf dem Stellar Nebula Discord Server. Das war's an Infos für diese Woche. Ich hoffe, wir sehen uns Dienstag an selber Stelle zum Livestream. Dabei werden wir in der New Dawn-Reihe weitermachen und versuchen, ob man in einer Cobra Mark III ins Mining-Geschäft einsteigen kann. Ich hab's noch nie versucht. Wir basteln das Schiff auch live zusammen und gucken mal, was passiert. Entweder das klappt oder es wird ein Epic Fail. Wir werden sehen. Euch allen auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, euer Science Keeper.